Liebe Geschwister, wir leben in einer Gesellschaft, die man auch Ich-Gesellschaft nennen könnte. Was bedeutet das? Alles soll sich um mich drehen. Meine Träume und Ziele sollen im Mittelpunkt stehen. Die Probleme anderer interessieren mich nicht. Meine Familie ist nicht wichtig. Ich muss erstmal Karriere machen. Wir posten, was wir anziehen, was wir essen, was wir gerade erleben. Kommt euch das bekannt vor? In genau so einer Gesellschaft leben wir. Laut einer Studie sind Jugendliche nur noch an ihrer eigenen Karriere und ihrem persönlichen Glück interessiert. Die Familienbanden sind so schwach, dass man sich nur an bestimmten Feiertagen besuchen kann. Eltern, die ihre Kinder großgezogen haben, werden in Altersheime abgeschoben. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns genau vor diesem Fehlgedanken gewarnt, indem er bereits eine Regel festgelegt hat. Die Gläubigen sind Geschwister. Wenn wir diese Sache verstehen, dann werden wir niemals zu Egoisten. Denn nur an sich selbst zu denken und andere zu vergessen, ist doch nichts anderes als Egoismus. Für unsere so starke Familienbindung beneidet man uns. Bei euch ist alles so familiär. Ja, das ist richtig. Aber das auch nur, weil der Islam uns dazu angehalten hat, die Familienbande zu pflegen. Auch sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Suratul Anbiya, diese eure Umma ist eine einzige Umma. Ibn Kathir erläutert das in seinem Tafsir wie folgt. Unsere Religion ist eine Religion. Unsere Aqida ist eine Aqida. Unsere Lebensordnung ist eine Lebensordnung. Uns verbindet dieser Islam. Deswegen sind die Sorgen unserer Geschwister auch unsere Sorgen. Wenn es einen Muslim gibt, der hungert und tausende Kilometer entfernt von uns lebt, dann fühlen wir mit ihm, weil der Glaube an Allah Azza wa Jal uns verbindet. Und das ist das, was uns so stark macht und kein Platz für Egoismus und Individualismus zulässt. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagt, die Gläubigen in ihrer Zuneigung, Barmherzigkeit und in ihrem Mitleid zueinander gleichen einem Körper. Wenn ein Teil davon leidet, reagiert der ganze Körper mit Schlaflosigkeit und Fieber. Muslime sterben vor Hunger. Aufgrund dieser Überlieferung fühlen wir mit ihnen. Andere werden gefoltert und aus ihren Häusern vertrieben. Wir suchen nach Lösungen aufgrund den Wertevorgaben Allahs und den Überlieferungen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie sind für uns ein Wegweiser und bewahren uns vor Ideen des Egoismus und des Ich-Denkens.